Oh, shit. Untergefahren. Viele von euch kennen wahrscheinlich das Teil hier. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr der Rahmen, wo es vorher dran war. Weil ich den ja für Milchbaum fertig gemacht hatte in den Rahmen. Hat ja leider nicht funktioniert. Dann habe ich den ein bisschen umlackiert hier. Wollt ihr jetzt zocken oder nicht? Da kommt sofort raus. Ja, wie gesagt, hätte jetzt League nur, wäre cool. Hätte jetzt nur Ironside oder CSGO und CSGO, ne. Ich hab nicht mal Ironside mit drauf. Müsste ich neu runterladen. Ja, ne, dann lass es gut. Ich meine, so groß ist es nicht, aber dann mache ich halt das jetzt hier. Ist okay. Oh. Ich wollte eigentlich ein bisschen in einem Steampunk-Design machen. Weißt du nicht, ob ich noch Sekundenkleber habe ich noch da. Ich lade jetzt mal runter, sind 8,2 Gig. Okay. Wird aber scheiße, circa eine halbe Stunde, denke ich mal, dauern, bis runtergeladen ist. Ah, ja, ich weiß nicht, wie lange ich noch mache, mal gucken. Ja, und ich kann halt später dann spielen oder so. Ja, können wir auch irgendwann mal nochmal. Wie gesagt, ich muss noch ein paar Updates machen jetzt hier. Ja. Ich muss mal gucken. Ich muss ja gleich auch direkt ein YouTube-Video starten, gell? Hey Leute, hier sind PC, grüße euch. Kann man mich verstehen? Ja. Ich habe jetzt hier vor mir mein Bild, was ich damals von meiner Community vor 2 Jahren, glaube ich, ne, 2,5 ist schon her, zum Geburtstag bekommen habe. Habe jetzt mittlerweile aber einen anderen Rahmen. Ich zeige euch mal kurz. Das war falsch. Wo muss ich hin? Da. Genau. So. Ich habe jetzt den Rahmen, der war ursprünglich ist der orange gewesen. Also um dieses Bild geht es jetzt eigentlich. Und ich möchte jetzt einfach hier ein bisschen meinem Case das anzupassen. Kannst du mir kurz zeigen, glaube ich, die Kamera. Die ist jetzt da. Weil da das Thema Steampunk aufgenommen worden ist von mir. Und hier so Zahnräder und sowas kann man ja sehen. Um noch ein bisschen. Das ist ein Thermaltake Core. Wie heißt es jetzt? Ich habe vergessen. Thermaltake, helf mir mal. Ich weiß es gerade nicht. Und hier an der Seite habe ich auch noch ein bisschen da geplottert. Da ist die Harley Quinn drin. Die bewacht den Rechner. Was ist nochmal? Core X5, ja genau, X5, so heißt es. Ich weiß gerne, ob er da überhaupt noch kaufen kann. Das Nachfolgemodell ist nämlich ziemlich hässlich, finde ich. Und ja, war das jetzt, ne? Ich weiß, wo ich hin muss. Und ich möchte halt jetzt, ich weiß gerne, ob das auch mit Dings gehen würde. Heilige Strömungsmaschine, genau. Ich habe nämlich hier so ein paar Ecken. Die könnte man eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die halten würden. Aber wahrscheinlich ein bisschen zurechtbiegen, ja. Mit Sekundenkleber ist das so eine Sache, aber dann hat man immer die, ja, kennt ja Sekundenkleber, wenn er dann zusammenpappt, dann hast du die, dann wechselst du praktisch deine Haut von einer auf die andere Seite setzen. Die heilige Strömungsmaschine, ja. Verkneigt euch. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar Sammelsurium mit, na komm schon. Die habe ich mir damals gekauft, habe sie nie benutzt. Also Schlüssel und Zahnräder. Nipix. Ah ne, das ist ja was anderes. Was für ein Ding? Ein Knipix. Nee, aber nee. Das ist ja was anderes. Jede Menge Zeug hier drin sehe ich gerade.
Hat die nie ausgebracht. Die Zahnräder hier noch jede Menge. Vielleicht mal ausschütten oder so. Aber mit Heißkleber wird wahrscheinlich auch gehen, ne? Aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Das ist es ja gerade. Das Handschuhe anzuziehen braucht man wahrscheinlich auch keinen Sinn. Oh, man sieht nichts. Oh, kaputt. Das sollte so nicht funktionieren. Scheiße. Ist total festgeklebt, der Mist. Mag ich gleich mal ab hier. Reicht die ganz komplett aus. Das finde ich schon so ein Scheiß. Total im Arsch jetzt hier. Kann ich wegschmeißen. Komplett verklebt, das blöde Ding. Doch mit Heißkleber versuchen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der ist. Danke fürs Folgen und willkommen im Knipex-Club. Der Weihnachtsmann ist auch da. Der Weihnachtsmann ist auch da. Da brauchen wir eh nicht mehr. Danke fürs Folgen. Gerade gucken, wo ich die Patronen habe. Danke fürs Folgen und willkommen im Knipex-Club. Hey, danke dir. Mahlzeit und frohe Weihnachten wünsche ich dir auch. Toni der, was? Stast. Stast. Was ist ein Stast? Was ist ein Schacht? Der Weihnachtsmann ist da, Gott sei Dank. Es ist mir ganz kalt.
Hier ist das Ding nicht auf hier. Pistole wäre jetzt auch von Patex, oder? Von Uhu. Brauchst gar kein Heißkleber für ein Dings. Uhu. Uhu. Da steht aber Patex drauf. Eine Frage, kennen Sie sich mit PCs aus? Wenn ich es nicht beantworten kann, sicherlich einer im Chat. Ganz gerne fragen. Uhu. Ein Patex ist, glaube ich, eine Firma, oder? Ja. Nee, sind zwei verschiedene. Patex und Uhu. Patex gehört zur Henkel-Gruppe und Uhu gehört zu einer anderen Gruppe. So, da bin ich falsch informiert. Es wird angenehmer. Habe ich denn hier so viele liegen? Ich brauche doch nur vier. Ja, du kannst auch gerne in Discord kommen und fragen, ne? Wenn du das möchtest. Oder halt schreiben, geht natürlich auch. Ich merke gerade, sowas soll ich wahrscheinlich öfter machen. Heiß. Toni, ich hätte sogar noch einen PC hier. Eigentlich habe ich noch zwei da. Kommt immer darauf an, was du ausgeben kannst oder willst. Nice. Also er will Landsimulator 2022 und GTA zocken. Ja, ich habe einen potenten Rechner hier, nur halt mit einer 970, ne? Weil Grafikkarten kannst du im Moment nicht bezahlen. Besonders leicht. Also Full HD. Ja, Full HD, ja. Damit kann er ja zocken. Ist mir egal, was. Auflösung oder was? Nee, ich denke mal, Full HD muss schon sein. So sieht es ja grauenhaft aus. Ja, Full HD. Also Full HD kannst du auf jeden Fall damit zocken. Da ist Prime noch. Meld mich dann nachher. Oder guck's mal rein. Hast du die Adresse? Hast du Quatsch. Den klickst du einfach drauf, dann müsstest du eigentlich sofort auf meinen Kanal landen, wenn du gucken möchtest.
Ja, egal, der Preis. Ach so. Ja, eine gute Karte. Rechne mal 700, 800 Euro. Und der Rest sieht man dann, ne? Was ist jetzt Glas oder nicht? Südafrika ist schönes Wetter. Was hast du, schönes Wetter? Ja, die haben doch Sommer. Südafrika. Ist auch Muttertag oder wie war das, ne? Nee, die haben auch Weihnachten, aber da ist schönes Wetter. Russland hat später Weihnachten, irgendwann im Januar. Ich habe jetzt irgendwann die Tage, weil war da gestern konnte ich nicht mehr pennen. Bin so um 4:30 morgens aufgestanden, habe mich in einen anderen Rechner gesetzt, ne? Und habe dann so eine Doku gesehen über, war irgendwo in Sibirien, keine Ahnung. Die haben in der Regel jetzt in der Zeit, also dann, wenn es der Winter ist, haben die minus 55 Grad. Ja, ja. Die lassen das Auto laufen, sonst kannst du nicht vergessen, das könnt ihr wegschmeißen. Ja. Ja, ja, die tun da die Motoren aufwärmen mit so so Ölflammenkännchen, sag ich jetzt mal. Dass das Ding nicht eingefriert. Wahnsinn, ey. Das ist die Gegend, wo sie früher verbannt wurden. Ne? Heute leben da ganz normale Menschen. Ja. Ich merke gerade, ich habe zu wenig Fläche, um das ein bisschen auszubauen hier. Mit den Zahnrädern, aber egal. Geht viel besser mit dem Heißkleber als mit dem anderen Scheiße. Ich würde den Punkt auf den Rahmen machen und dann das Ding draufsetzen. Bitte? Ich würde den Punkt auf den Rahmen machen und dann... Also kann ich aber noch ein bisschen fixieren, weißt du? Also ein bisschen hin und her sortieren. Denke ich, weiß ich nicht. Jetzt einfach mal davon, ey, warum habe ich so viel Zeug gekauft? Denn? Ja, keine Ahnung. Die waren ein paar Euro nur bei Amazon damals. Habe ich für teures Geld bei irgendeinem Shop gekauft, die ich auf dem Rechner habe. War vollkommen unnötig. Ja, dran denken, da die Tesla wegzunehmen. Was haben wir denn sonst noch hier? Hier so eine Ketten und sowas. Ich weiß nicht, was ich hier für Zeug habe. Oh. Eine Uhr habe ich auch noch, so ein Zeiger. Oh, Scheiße, das habe ich alles hier liegen. Hacken. Was für Dinger. Ruf zu hängen. Immer davon aus, dass die Freundschaftsabfrage von wie ist er noch? Vom Toni war.
Die blöden Tüten hier nicht auf, weil die so filigran zu sind. Ätzend. Ätzend. Was ist das? Das sind tatsächlich Ketten hier. Eine ganze Kette. Auch nicht schlecht. Das ist ein bisschen too much, ne? Ja, das passt nicht. So, Riesenzahnräder hier. Passt aber irgendwie nicht, ne? Was haben wir hier noch? Ein Schlüssel mit einer Uhr. Uhr-Symbol da drin. Das ist auch zu groß, leider. Ein Schlüssel hier. Anrädern. Da oben hin. Ist das verzinkt oder was? Verchromt? Keine Ahnung. Noch ein Schlüssel. Andere Schlüssel. Super Flügelchen. Gut, die hat in einer anderen Farbe. Machen wir den noch. Da. Sind da welche? Und einer. Und noch ein Flügel. Da. Und so lange her, wo ich die gekauft habe, ich weiß das schon gar nicht mehr, was da all drin war. Wann habe ich den gemacht? Wann habe ich den lackiert? Ey, das ist schon ein Jahr her oder so, ne? Boah. Sie, der ist bekloppt, der Kerl. Das habe ich auch 47 Zuschauer, passt doch. Fan 47, genau. War sie. Schade, dass die hätte ich bei mir noch verbauen können. Da ist Platz genug, aber hier sieht es zu mächtig aus. Egal. Ist auch schon zu groß. Wobei, wenn ich sowas mache, da habe ich keinen Plan, einfach drauf los. Einfach drauf los. Das ist ja ganz gut. Da
war zu viel. Too much. Schon wieder zu viel. Fuck. Soll nachher gut aussehen, wenn wir dann sehen, ne? Nach oben. Denke daran, weniger ist manchmal mehr. Ja, du drückst, dann kommt nichts, dann drückst du zu viel, schon hast du zu viel drin. Ja, ja. That's a problem. Problem. Der ist schon geil hier, aber ist leider zu groß. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das Messing ist oder sowas. Einfach so Fake-Messing. Ich meine, ist das so ein Fake-Messing? Was ist denn ein Fake-Messing? Ja, hier so ein Fake-Messing halt. Das sieht aus wie Messing, ne? Aber dafür ist es eigentlich zu leicht, würde ich. Oder ist Messing leicht? Ich weiß es nicht. Messing ist auch leicht, wenn es dünnes Blech, aus dem dünnen Blech gestanzt ist. Ja, stimmt. Hat kannst du recht sagen, dass das gestanzt ist. Hier ist noch so ein Ja, das ist Massenproduktion. Ich weiß gar nicht, so eine Tüte hat, glaube ich, 2-3 Euro gekostet oder so. Ja, das ist Massenproduktion. Oh, natürlich, das ist ein Schein. Das ist ein gutes. So, Iron Sight habe ich jetzt runtergeladen. Wird man den irgendwann mal spielen? Ja, okay. Jo. Danke dir, wünsche ich dir auch. Nee, leider nicht. Also ich hab's vergessen. Ich gucke auch so selten rein. Hier meine zwei, die im Discord sind, die gucken da öfter rein. Öfter jeden Tag. Oder so. Jetzt. Das ist doch gar nicht das Glas, ne? Gefällt mir irgendwie nicht. Ach,
Der ist so verstrahlt, der Kerl mit seinem Lüdebüro. Jeden Morgen alle Fälle. Lüdebüro. Das ist kaputt hier. Was ist das denn? Ach, komm, mit Herzen. Aber. Ich merke mal gerade, die Fläche zum Arbeiten ist ein bisschen geringer. Ich wollte eh nicht übertreiben, von daher. So viel von dem Zeug. Aua. Okay. Wie komisch aus, oder? Nein. Kleine Schlüssel. Löser schon.
Borg, nimmst du das wirklich? Das Zeug. Ja. Ich war doch noch mal. Hanföl. Hanföl. Aber nur das Original von Said Barra. Jeden Morgen Eule Wille. Und es tut gut für den Magen. Ob durch das Zeug löst, bestimmt die Farbe, die ich da wieder abziehen will. Weil ich nicht vorhabe, ich meine jetzt nur. Genau, danke. Zeitbacher sagt danke. Danke für Ihre Treue. Machen wir das wirklich? Tolle Treue und für ein tolles Jahr. Genau. Der Kunde da. Bleibt zurück. Danke, Schatz, der Bekloppten. So, ich würde sagen, das reicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schwer, wenn ich wieder an den Nagel hänge, der mir eben gerade runtergefallen ist. Hängt das jetzt alles an den Nagel hier. So, Ding wieder rausholen. Abdrucken, abtauen. Abtollen, ne. Abtauen sagt er nicht. Abkühlen, Mann. Danke für Ihre Treue. Ja, sagt verfangen, ja. Schwarzer sagt es. Ja? Noch nicht die Werbung gehört. Nee, ich hab die mal im Radio, ich weiß aber nicht wo, gehört. Den habe ich hier noch nicht. Stunden wieder wegzuräumen. Ich war nicht bewusst, dass ich so viel von dem Zeug da habe. Das ist schon bestimmt schon ein Jahr her oder so. Hat eben auch die Kategorie geändert, ne? Jo. Bitte! Hallöle! Das ist ein richtig fettes Teil.
Kann ich gerne machen. Sie blinkt so vor sich hin. Das ist sie. Spiegelt ein bisschen, ne? Rebina. So, das können wir da drin lassen. So, die Schlüssel waren da drin, ne? Egal. Ja, witzigerweise habe ich ja nur gebenzt, ne? Boah, das habe ich mit der Karte ja noch gar nicht. Ach, da war noch. Ein Zeiger drin. So. Und eine Tüte über. Drei sogar. Zwei Tüten zu viel. Pressen wir rein. Noch ein paar Schlüssel. Da gibt es noch so viel Zeug, was man da verkaufen kann. Bei dem Thema Steampunk, weil da kannst du so viel Zeug kaufen. Kann ich wegschmeißen hier. Das Ding. Ja, ich brauche vegan. Danke für Ihre Treue. Ups. Wenn der Freund uns auf Frage geschickt ist, kommt nichts. Ja, kennen wir ja schon. Die mir so am Updaten, was denn? Oh, wir waren nochmal in 3.37. Die müssen irgendwas am Updaten, ich wüsste aber jetzt nicht was. Oder macht Steve nur bei dem Hintergrund? Normalerweise ja nicht, ne? Normalerweise nicht. Danke fürs Folgen und willkommen im Knipex Club. Moronic One, danke dir.
Was war jetzt? Was war jetzt los? Sorry, ich muss was posten. Das klingt ja geil. Klingt ja geil. Das ist so geil. Englisch. Ach, sie verkaufen auch dahin. Ja, ja. Geil gemacht. Ey, die Werbung könnte ich nie auf Englisch sagen. Da würde ich schon vorher schon Scheiße kreisen. Ach so. Vor lauter Lachen. Ist geil gemacht. Cyberpunk. Ja, die haben ja mal das, was? Manager-Müsli, was war das? Haben die mal geschickt. Ich glaube, Manager Müsli, ne? Meinst du das auch nicht? Ja, Steiger ist besser. Was du noch brauchst, sind die Düsis. Ein Hanföl für den Morgen. Meine Güte. Das ist jetzt noch der Arnold Schwarzenegger sage wird mit Seidebarre auf Englisch. Das wird bombastisch anhören. Ja, stimmt. Der hat ja auch so einen Dialekt, gell? Ja. Das wäre echt.
Das ist richtig heftig. Ach nee, nee, nee. Echt, in Wissenschaft und Technik ist nichts los, ne? AirPass online. Aber da ist schon so viel, finde ich. Siebenundvierziger ist auch gerade noch online. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Das